Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Finanzielle Freiheit dank Kryptowährungen mit eurem Alex und heute mit dem Tutorial Video Nummer 2. Im letzten Video ging es darum, wie melde ich mich eigentlich bei einer Börse an? Wir haben das Ganze exemplarisch gezeigt an Bittrex und an Binance, an zwei bekannten und ja vor allem Börsen, die sehr, sehr viele verschiedene Coins handeln. Heute geht es darum, wie kaufe ich mir eigentlich Coins, wie zum Beispiel Bitcoin, IOTA, Ripple, Dash, Zcash und so weiter. Wie kaufe ich mir die schnell, einfach und vor allem sicher? Dazu werden wir heute das Ganze einmal am Beispiel mit Anycoin Direct eingehen, denn das ist der Anbieter, den ich persönlich immer wähle. Ich werde gleich ein paar Vor- und Nachteile zu dem Ganzen sagen, aber ihr seht schon, man kann bei Anycoin Direct sehr viele verschiedene Coins schon direkt kaufen, also ad hoc kaufen. Aber uns ist besonders wichtig, dass man Bitcoin, Ethereum oder Dollar irgendwo herbekommt. Denn beim letzten Mal haben wir festgestellt, dass es bei den Börsen in der Regel einen Bitcoin-Markt gibt. Das heißt, man kann alle möglichen Coins gegen Bitcoin eintauschen. Oder einen Ethereum-Markt. Man kann also alle möglichen Coins gegen Ethereum eintauschen. Und einen US-Dollar-Markt. Das gleiche Spielchen hier. Das bedeutet, die meisten von uns haben keine US-Dollar oder auch keine US-Tether. Es gibt ja auch so eine Kryptowährung basierend auf dem US-Dollar. Halten die wenigsten von euch. Dementsprechend gehen wir jetzt einfach mal das einfachste Beispiel an und ich werde euch heute einmal zeigen, wie man Bitcoin kaufen kann und wie man Ethereum kaufen kann. Und das gleiche Prinzip, wenn ihr es einmal verstanden habt, könntet ihr auch theoretisch für alle anderen Coins anwenden, die ihr jetzt zum Beispiel hier seht bei Anycoin Direct oder die ihr eben auf eurer Börse habt. Ja? Gut, bevor ich damit starte, es gibt Bitcoin.de. Bitcoin.de ist eigentlich so, glaube ich, der meistgenutzte Marktplatz zum Kaufen von Bitcoin oder Kaufen und Verkaufen von Bitcoin. Das Problem hierbei ist nur meiner Meinung nach, Bitcoin.de ist eher etwas für Fortgeschrittenere, denn man braucht zum Beispiel ein spezielles Konto. Wenn es schnell gehen soll, braucht man ein spezielles Konto bei der Fidor Bank. Das sorgt dann dafür, dass ihr Expresszahlungen empfangen könnt. Ansonsten, wenn ihr das so machen würdet, dass ihr jetzt mit eurem ganz normalen Girokonto gerne eine Anbindung an Bitcoin.de wollt, geht das. Das heißt, man meldet sich an, hinterlegt einige Daten und kann dann wie in einem Online-Kaufhaus Bitcoin kaufen. Die werden zu verschiedenen Kursen von verschiedenen Menschen angeboten. Ich kann es euch ja mal kurz zeigen. Bitcoin.de. So. Also man kann auf jeden Fall dort sehr viele verschiedene Angebote einsehen. Ihr seht, wenn man hier drauf klickt, weitere Verkaufsangebote, dann könnte man hier eben sehen, wer wie viele Coins zu welchem Preis anbietet. Hier sieht man immer einen Durchschnittspreis und man sieht die Menge, man sieht den Preis und die Menge dafür und hier eben das, was man dafür bekommt. Also kurz gesagt, der aktuelle Bitcoin-Preis läge in diesem Beispiel bei 6.380 Euro und er würde uns 0,206 Bitcoin geben. Das würde einem Wert von 1.315 Euro entsprechen. Wenn ich das jetzt kaufen wollen würde, würde ich zwei Dinge beachten. Nämlich einmal, ist das ein seriöser Verkäufer? Ja, er hat sich vollständig identifiziert, das ist schon mal gut. Und das zweite, Expresshandel, das ist dieses angesprochene Thema mit der Fidor Bank. Man könnte jetzt also hier kaufen und wenn ich den Coin kaufen will, dann muss ich mich einmal einloggen. Danach wird er mich fragen, bist du auch ganz sicher, dass du das kaufen willst? Und wenn ich das gemacht habe, habe ich danach, ich glaube, 48 Stunden Zeit, um das Geld auf die dann einsehbare Adresse zu überweisen. Also erst wenn ich den Kauf abgewickelt habe, sehe ich dann ein neues Fenster und darin sehe ich jetzt bitte Herrn Müller 1.300 Euro überweisen. Und erst wenn Herr Müller das Geld empfangen hat, das dauert meistens 2 bis 3 Tage, dann wird Herr Müller wiederum bei Bitcoin.de Bescheid geben, das Geld ist da und dann wird Bitcoin.de uns den Bitcoin überweisen. Das Ganze ist die günstigste Lösung, weil man hier teilweise sehr gute Schnäppchen machen kann. Ihr wisst ja aktuell, dreht der Bitcoin hier wieder am Rad. Ich glaube, wir sind gerade bei knapp 6.300 Euro oder 6.400 Euro. Und manchmal sieht man auch Angebote, die deutlich unter dem Standardpreis liegen, den wir gerade haben. Auf der anderen Seite dauert das auch sehr lange. Also wie gesagt, 2 bis 3 Tage sind ganz normal, wenn man kein Fidor-Konto hat. Und gerade für die unter euch, die vielleicht jetzt mit 50 Euro oder so am Anfang wollen mit dem Invest, da sollte man vielleicht nicht gleich ein neues Girokonto für eröffnen. Und deshalb nutze ich eben Anycoin Direct. Anycoin Direct, ganz kurz zu denen, niederländisches Unternehmen, nutze ich von Anfang an, am Anfang eigentlich auf gut Glück, das irgendwo gefunden, aber ich habe relativ schnell gemerkt, dass Anycoin Direct mit Abstand einer der teuersten Anbieter ist. Auf der anderen Seite ist Anycoin Direct aber für mich persönlich der mit Abstand zuverlässigste Anbieter. Das bedeutet, wir haben hier einen Live-Chat, wo die sofort schreiben, wenn was sein sollte, allerdings auf Englisch. Deutsch geht auch, das dauert dann aber teilweise bis zu einem Tag, bis da jemand sich mal irgendwie die Mühe gemacht hat, das zu übersetzen. Von daher am besten Englisch, aber man kann hier halt auch sehr, sehr viele Coins kaufen und wie das Ganze funktioniert und wie ihr das Ganze dann auf die Börse bekommt, zeige ich euch jetzt genau.
Also, zu Beginn gucken wir uns das Ganze einfach mal bei Bittrex an. Bittrex ist, glaube ich, die Börse, die am einfachsten ist. Wir gehen auf unsere Wallets und sehen dann überall verschiedene Wallets. Nochmal zur Erinnerung, falls hier ein Coin sucht, der jetzt hier nicht aufgeführt ist, geht hier einfach hier auf Search. Wir nehmen jetzt mal als Beispiel Ethereum, ETH, okay? Und da sehen wir schon, welche es da gibt. Es gibt Ethereum und es gibt Ethereum Classic und es gibt den Tether von US-Dollar. Wir wollen jetzt gerne Ethereum einzahlen. Dann drücken wir hier auf das Plus. Und wenn wir das machen, dann öffnet sich eine Seite. Ich habe bereits eine Adresse generieren lassen. Wenn ihr das noch nicht gemacht habt bei Ethereum zum Beispiel, würde jetzt hier unten bei euch den Generate Address. Also einmalig müsstet ihr eine Adresse generieren. Diese Adresse ist sehr wichtig. Die können wir uns schon mal zwischenspeichern, denn wir wollen in diesem Beispiel jetzt mal rein exemplarisch Ether kaufen. So, ja, wir gehen also hier raus, haben also unsere Wallet-Adresse gespeichert, denn da soll das Geld von Anycoin später rüber oder der Ether soll später von Anycoin direkt auf diese Börse, damit wir wiederum auf der Börse unser Ethereum gegen einen x-beliebigen Coin handeln können. Und dann gehen wir hier auf Kaufen, in diesem Fall auf Ether. Melden uns natürlich vorher an. Ich werde euch hierzu einen Link in die Beschreibung tun. Ich bekomme für jede Bestellung von euch, glaube ich, 10 Cent. Also ich glaube, für 1000 Euro bekomme ich 10 Cent, also minimal. Aber das ist so ein sogenannter Affiliate-Link, nur damit ihr Bescheid wisst. Ich habe da kein Geheimnis. Für euch hat es keinen Nachteil, ihr zahlt dafür keine Gebühr. Aber ich bekomme irgendwie 0,01% von 1000 Euro oder irgendwie sowas um den Dreh. Ja, also ansonsten seht ihr hier relativ simpel. Ihr könnt hier an der Seite nochmal euch navigieren. Und könnt hier bei der Anzahl jetzt zum Beispiel entweder eingeben, wie viele Ether ihr haben wollt. Also wenn ihr jetzt sagt, ich möchte mir zwei Ether kaufen, dann wüsstet ihr, okay, ich gebe zwei ein. Dann seht ihr hier den Gegenwert. Oder aber, was viele von euch vielleicht eher machen, sagen, okay, ich möchte jetzt 100 Euro investieren. Und dann rechnet das System gleich gegen, wie viel Ether ich im Wert von 100 Euro bekäme. Unten sehen wir jetzt mal aufgeschlüsselt, wie sich dieser Wert zusammensetzt. Und zwar, ich habe schon gesehen, ich bin hier gerade gesprungen. Und zwar seht ihr einmal den Wert für die Ether. Einmal die Kosten der Transaktion, also quasi die Gebühr für Anycoin Direct und im Endeffekt dann die Gesamtsumme. Hättet ihr jetzt einen Kredit, also so wie ich kriege wie gesagt für jeden Einkauf irgendwie 10 Cent, würden jetzt hier 20, 30 Cent abgezogen werden. So könnte ich zum Beispiel die Gebühr ja so ein wenig reduzieren, aber das ist wirklich minimal. Von daher, es empfiehlt sich eher bei bitcoin.de, da wo wir eben waren, wenn ihr zum Beispiel sagt, hey, ich möchte damit ein bisschen Geld verdienen. Bei bitcoin.de gibt es ein cooles Partnerprogramm, da bekommt ihr, glaube ich, 10% Provision für die Einzahlung eures Empfohlenen. Und ja, müsst ihr euch mal reinschauen, ist ziemlich spannend, aber für mich nicht so, hat nicht so höchste Priorität. Mir ist eben wichtig, dass ich einen schnellen, sicheren Ablauf habe und dann nicht irgendwie lange warten muss. Und deshalb ist für mich Anycoin Direct die erste Adresse. Also, wir haben jetzt 100 Euro eingegeben, 0,33 Ether würden wir bekommen. Und wenn wir jetzt mal schauen, Sofortüberweisung bedeutet, es würde sich gleich ein Fenster öffnen und ich könnte mit diesem Sofortüberweisung, das ist ein Unternehmen, das eben ermöglicht, schnell zu überweisen per Girokonto, dann könntet ihr jetzt zack, zack eure Girodaten eingeben und überweisen. Diejenigen von euch, die bei der Sparkasse sind, können Giropay benutzen. Und ihr seht, eben waren hier über 4 Euro Gebühr, bei Giropay sind es nur noch 2,21 Euro. Wer es noch günstiger haben möchte, könnte auch auf SEPA gehen. Wenn ihr auf SEPA geht, also quasi eine wirkliche Überweisung tätigt, dann kostet das Ganze nur 99 Cent. Aber ihr müsst berücksichtigen, dass es dann wieder ähnlich wie bei Bitcoin.de eben sehr viel Zeit braucht, weil das SEPA-Mandat muss ausgefüllt werden oder hingeschickt werden, dann bearbeitet werden, überwiesen werden, ankommen und dann bekommt ihr erst die Bestätigung und erst dann werden eure Ether verschickt. Egal welche Lösung ihr wählt, entscheidend ist immer, auch beim SEPA, dass der Tag oder die Uhrzeit, an der ihr gekauft habt, auch den Betrag widerspiegelt, den ihr bekommt. Nehmen wir mal an, ihr würdet jetzt zum Beispiel Ether kaufen und wir bekommen jetzt 0,34. Jetzt habt ihr per SEPA-Lastschrift bezahlt, das heißt also, dass das Ding noch 2, 3 Tage dauert, bis es bei euch ist. Und in der Zwischenzeit ist der Kurs um 50% eingebrochen. Gut, ihr ärgert euch natürlich, weil ihr bezahlt habt, aber jetzt könnte es ja passieren, dass das Unternehmen euch dann die doppelte Anzahl schickt. Nein. Im Gegensatz oder im Gegenzug natürlich genau das Gleiche, wenn es umgekehrt läuft. Nehmen wir an, ihr habt euch jetzt für 100 Euro 0,33 ja, Ether gekauft, der würde explodieren. Das würde deshalb nicht bedeuten, dass ihr irgendwie mehr Profit daraus habt, sondern ihr kriegt immer den Gegenwert von 100 Euro in dem Moment, wo ihr auch abgeschlossen habt, also wo ihr hier diesen Kaufvorgang bestätigt habt. Das ist also erstmal für die Sicherheit für euch, dass ihr also keine Panik haben müsst, nur weil ihr jetzt per SEPA bezahlt, dass ihr irgendwie Nachteile dadurch hättet. Okay. Also nochmal, wir haben also hier bei Bittrex diese ID, diese Adresse, die kopieren wir uns
Und die Adresse fügen wir hier ein. Und das ist eigentlich schon alles, was wir brauchen. Jetzt suchen wir uns noch die Zahlungsmodalität aus. Ich nehme jetzt mal Giropay, würde das jetzt akzeptieren, gehe dann auf Kaufen. So, und dann geht's los. Ja, dann müsste ich mich jetzt einmal anmelden. Das müsstet ihr eben selber machen, euch anmelden. Und dann öffnet sich euer Giropay-Fenster und dann müsst ihr eure Zahlungsdaten, so wie ihr es kennt, bei jedem eBay-Vorgang oder bei jedem Bezahlvorgang, wenn ihr Online-Banking benutzt, dann müsstet ihr euer Giropay öffnen, einmal kurz die Daten eingeben von eurem Konto, bestätigen, eure TAN-Nummer eingeben. Ihr kennt das Prozedere. Ja, und dann war's das. Wenn ihr das erledigt habt, dann bekommt ihr von Anycoin Direct eine E-Mail. Und parallel dazu seht ihr denn hier ein Fenster. Ich mache mal eine fertige Transaktion auf. So, ich logge mir mal eben ein. So, ihr seht, ich habe noch so ein Two-Factor-Authentication. Ich zeige euch auch gerne gleich mal, wie man das aktiviert. Das bedeutet, dass ihr auf eurem Handy, bevor man sich irgendwo einloggt, muss man quasi einmal sein Passwort eingeben, wie ihr es gerade bei mir gesehen habt. Aber darüber hinaus muss man auch nochmal jetzt so einen sechsstelligen PIN eingeben. Und dazu muss ich mein Handy jetzt in die Hand nehmen. So, mir den einmal raussuchen. So, und dann gebe ich die Zahl einmal ein, die mir angezeigt wird. In diesem Fall ist das jetzt die hier. Okay, und drücke auf Anmelden. Gut, jetzt bin ich drin. Bevor ich starte, oder wir machen erstmal diesen Vorgang zu Ende, damit wir nicht durcheinander kommen. Also ich gebe hier die Adresse ein, die habe ich noch zwischengespeichert. Danach gebe ich die richtige Zahlungsweise an. SEPA, falls ich kein Online-Banking habe, sofort, oder Giropay, wenn man Online-Banking hat, dann geht es relativ zügig. Und ich glaube, Giropay geht nur bei Sparkassenkunden. Ich akzeptiere die Bedingungen, gehe auf Kaufen. Und dann öffnen sich hier alle Daten. Ja? Jetzt könnt ihr gerne einfach auf Bezahlen klicken und macht dann alles Weitere. Das war's. Wenn ihr das gemacht habt, dann seht ihr plötzlich eine Oberfläche, die zeige ich euch jetzt einmal. Wir gehen mal auf eine. Genau, dann öffnet sich das. Jetzt haben wir quasi eben das Ganze in Gang gebracht. Ich habe ja sozusagen jetzt gedrückt auf Kaufen. Und dann kam hier dieser folgende Punkt. Und zwar, wir sollen jetzt bezahlen, er wartet jetzt auf den Zahlungseingang. Ne? Ja, das Ganze ist noch nicht passiert. Wenn es passiert wäre, würde jetzt hier eine lange ID stehen und die würde bestätigen, dass also unsere Zahlung durchgegangen ist. Okay? Wenn das nicht passiert, also nehmen wir mal an, ihr würdet jetzt diese Meldung nicht bekommen, dann würde hier noch weiterhin warten stehen und irgendwann ist hier ein grüner Haken und dann ist die Überweisung durch. Bei Ether dauert das ca. 15 Minuten. Also zwischen eurem Zahlvorgang und eurem Ergebnis hier sind es 15 Minuten. Ne? So, ja, jetzt sehen wir schon, nicht, dass ich jetzt hier eingekauft habe. Close Order, ja, das machen wir mal. Okay, also, hier, sonst kaufe ich hier noch eine ohne Ende. Ihr seht, ich habe hier schon jede Menge eingekauft, ja, verschiedenste Dinge. Ich nutze es also wirklich regelmäßig. Es ist kein Gerede, sondern alles, was ich euch erzähle, ist immer das, was ich wirklich verwende. Ja, somit haben wir jetzt also, nehmen wir an, wir haben jetzt Ether auf dem Konto. Dann könnten wir jetzt eben als Beispiel auf irgendeinen Coin gehen. Also wir gehen jetzt davon aus, Ether ist hier angekommen, nachdem wir gewartet haben bei Anycoin Direct. Wir gehen wieder auf die Startseite von Bittrex, suchen uns jetzt den richtigen Markt aus. Bitcoin-Markt war hier, Ethereum-Markt ist hier. Und beim Ethereum-Markt gehen wir jetzt zum Beispiel mal auf OmiSego. Also Ether gegen OmiSego. Und plötzlich würde jetzt bei mir hier stehen, wie gesagt, 15 Minuten Geduld, bis es denn hier ankommt, dann würde hier jetzt nicht mehr stehen 0 Ether verfügbar, sondern da würde jetzt hier stehen, was hatten wir, glaube ich, 0,33 oder 0,34 Ether verfügbar. Und dann kann ich hier einkaufen. Wie das geht mit dem Kaufen und Verkaufen, seht ihr im ersten Tutorial nochmal. Da zeige ich euch mal, wie man dieses Maximum und diesen Price, Last Bid und Ask verwendet. Und so könnt ihr dann quasi jeden Coin, den es auf dieser Seite hier gelistet gibt, einfach auswählen. Und wenn euch das nicht ausreicht, zum Beispiel wollen viele von euch auch ganz gerne nicht nur Ripple kaufen oder so, sondern auch sowas wie IOTA. IOTA ist Stand heute noch nicht überall gelistet, ist aber jetzt bei Binance gelistet. Und deshalb zeige ich euch das gleiche Beispiel nochmal hier. Jetzt haben wir hier eine andere Oberfläche, aber wir gehen mal davon aus, dass ihr vielleicht beide Börsen registriert habt. Und jetzt für die Leute unter euch, die das noch nicht gemacht haben, gleiches Spielchen, ihr geht wieder auf Kaufen. Sucht euch eure Anzahl aus, die ihr kaufen wollt. Wir wollen in diesem Fall mal nur für 50 Euro kaufen. So, kopieren dann hier
gehen wir auf Binance, auf unsere Deposits und Withdrawals. Das bedeutet Einzahlungen und Auszahlungen. Da gehen wir einmal rauf. So, und dann sehen wir schon, dass es alle möglichen Coins gibt. Also das sind alle, die man so da finden kann. Jetzt wäre es cool, wenn man die Abkürzungen kennt. In diesem Fall kennen wir sie. Wir nehmen mal IOTA. Wir nehmen mal Ether. Entschuldige bitte, Ether. In IOTA wechseln wir es dann später. So, Ethereum. Und dann seht ihr schon hier rechts immer Deposit oder Withdrawal. So ein Zungenbrecher, Withdrawal. Ja, ihr seht also, beides kann man hier machen. Wir wollen jetzt einzahlen. Jetzt sagt er uns, okay, jetzt hat er eine Adresse generiert. Und gleiches Spielchen wie eben bei Bittrex. Ihr kopiert diese Empfängeradresse. Also da soll ja die Einzahlung hin. Geht dann bei Anycoin Direct auf Ether-Adresse einfügen, fügt diese Adresse ein, sucht euch die richtige Bezahlmöglichkeit aus, akzeptiert die Nutzungsbedingungen, kauft dann das Ganze und dann öffnet sich bei euch wieder dieses Sparkassenfenster oder die Überweisungsdaten. Dann überweist ihr das Geld dahin oder zahlt direkt per Giropay. Es öffnet sich das Fenster, wo dieser Kreis läuft und steht warten. Wenn die Zahlung eingegangen ist, werdet ihr sehen, dauert es ca. 5 bis 15 Minuten, bis dann aus dem drehenden Kreis ein Haken wird und dann ist eure Transaktion durchgeführt. Es erscheint eine lange Leiste. Dort auf dieser langen Leiste seht ihr dann den Hash, also die Adresse, woran ihr erkennt, dass diese Transaktion auch wirklich stattgefunden hat. Und einen kleinen Moment warten, dann findet ihr bei Binance plötzlich euren Kontostand und dann steht hier nicht mehr 0, dann steht hier 0,34 oder 0,33, je nachdem, was ihr eingegeben habt. Ja, das Gleiche passiert dann also auch hier. Dann haben wir eben einen gewissen Kontostand. Zum Beispiel jetzt, als Beispiel haben wir jetzt hier Verge, wir haben 75.000 Verge hier. Jetzt könnten wir theoretisch einmal auf Verge in den Markt reingehen, also hier auf Exchange, auf Basic. Auch das seht ihr im ersten Video nochmal. Da zeige ich euch genau, wie man so eine Börse überhaupt pflegt, wie man sie behandelt. Und ja, dann gehen wir mal jetzt auf beispielsweise, was hatten wir gesagt? Wir waren gerade bei Verge drin. Jetzt sind wir bei Verge. XVG und wir sehen jetzt hier unten meine Available Balance, also meine vorhandenen Coins. In diesem Fall habe ich jetzt 75.000 Verge und ich könnte jetzt, wenn ich den verkaufen wollte, 5 Verge verkaufen und würde dann sehen, wie viel Bitcoin ich dafür bekomme. Ihr könnt also quasi zurückwechseln von Verge in Bitcoin oder ihr könnt wechseln von Bitcoin in Verge. Das Ganze funktioniert immer gleich, entweder ihr kauft etwas oder ihr verkauft etwas. Und das Gleiche funktioniert natürlich auch bei Ethereum. Wir gehen jetzt mal bei Ethereum direkt rein, haben jetzt also von Anycoin Direct Ethereum hier rüber geschickt und möchten das Ethereum jetzt gerne einlösen. Dann müssten wir eigentlich nur einen Coin suchen, der im Ethereum-Markt rumschwirrt. Wir klicken hier auf Ethereum, dann zeigt er uns alle Werte an, die mit Ethereum handeln. Und nehmen wir als Beispiel, was hatten wir gesagt, OmiSigo, also OMG. Jetzt klicken wir darauf. Jetzt würde hier stehen bei uns, so Ether Balance würde jetzt bei uns stehen 0,34 nach unserem Beispiel und jetzt könnten wir ganz einfach OmiSigo kaufen. Haben wir also einmal Ether oder haben wir einmal Bitcoin, können wir alle anderen Coins davon kaufen und müssen eigentlich nur wissen, wie man schnell, sicher und vor allem zuverlässig sein Geld bekommt und das finde ich ist bei Anycoin Direct der einfachste Weg. Wenn ihr schon andere Wallets habt, nehmen wir an, ihr habt so ein Ledger Nano S, und ihr möchtet vielleicht gar keine kuriosen Coins wie OmiSigo oder was hatten wir gerade zum Beispiel Verge schon so kaufen, sondern ihr wollt eine der gängigen Währungen kaufen, wie zum Beispiel Dash, Neo, Stratis, Monero. Das sind so die schon ein bisschen etablierter sind im Markt. Die könnt ihr hier auch direkt kaufen, dann würde es so laufen, dass ihr also zum Beispiel, nehmen wir mal an, ihr wollt jetzt Stratis kaufen, dann klickt ihr auf Stratis und dann gebt ihr einfach in diesem Fall nicht die Adresse von der Börse an, also nicht diese generierte Adresse, die wir rausgesucht haben, sondern dann würdet ihr die Adresse von eurem Ledger Nano S, von eurem Trezor oder von irgendeiner anderen Wallet, die ihr habt, vielleicht habt ihr euch auch die Wallet von dem Hersteller runtergeladen, um eure Coins aufzubewahren, dann müsstet ihr natürlich diese Adresse eingeben. Hier gebt ihr also quasi immer die Empfängeradresse ein, wo das Geld hin soll oder die Coins hin sollen. Ja, das war es eigentlich schon an dieser Stelle. Ich hoffe, ihr konntet mir soweit folgen. Einige Dinge kann ich euch nicht genau zeigen. Ich kann jetzt gar nicht jeden Coin einzeln kaufen hier. Aber ich hoffe, das Prinzip ist verstanden. Sollte es noch Fragen geben, schreibt mir sehr, sehr gerne in die Kommentare. Ansonsten soll es das mit diesem Video gewesen sein. Schaut es euch mehrfach an, falls es euch hilft oder ihr nicht genau wisst, wie das ging und nochmal nachschauen wollt. Guckt es euch öfter mal an. Ansonsten bin ich auch jederzeit für euch verfügbar über Facebook, Telegram oder auch über Twitter. Schreibt mir ganz gern, dann gucke ich mal, dass ich euch helfen kann. Ich versuche mal so viel wie möglich zu beantworten. Ansonsten schreibt mir auch gern, was ihr euch fürs dritte Tutorial wünscht. Ich möchte das diesmal so machen, dass ihr mal entscheidet, was ihr euch vorstellt.
Und ja, die Dinge, die ihr jetzt erwähnt werdet, schreibt sie bitte unter dieses oder ins Kommentarfeld unter dieses Video. Da werde ich nochmal eine eigene Umfrage starten und diese Umfrage findet ihr dann auch gleich hier in der Videobeschreibung. Gebt mir nur zwei, drei Beispiele, damit ich die in diese Umfrage aufnehmen kann und dann entscheidet ihr ganz genau, was beim dritten Tutorial gemacht werden soll. Freue ich mich schon drauf. Wünsche euch einen richtig, richtig geilen Abend. Schaut gerne in meinen Hauptkanal bzw. in den Coin Day, in die Wochenreports rein. Und ja, dabei viel Freude. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Bis bald. Ciao.